Where are you going? We are going to Dauki. Where is it? Somewhere. Okay. Next to Bangladesh, right? It's in Meghalaya. So, jetzt fahren wir schon etwa eineinhalb Stunden bergige Bergstraßen hoch. Und mein Magen gewöhnt sich langsam an diese ganzen Kurven. Das ist schön, ich war hier vor 5 Jahren schon und seitdem hat sich die Straßenqualität echt verbessert. Also teilweise war hier vor 5 Jahren noch Sandpiste mit einem Abgrund daneben und jetzt ist alles schön gemacht und es ist gerade. I don't like sofa. All my pimples will come out. I think video he was taking a thing. No. Okay. Tell me, let's move. Da drüben ist Bangladesch. Okay, wir gehen jetzt nach Bangladesch. Okay, one very last. Last. Yes, then I have to go. Last. Das Fotoshooting ist vorbei und jetzt geht's weiter. Jetzt war ich gerade in Bangladesch. Ich weiß nicht, ob man schon im Hintergrund den Wasserfall hört, in dem ich gleich springen werde, aber ich freue mich wahnsinnig. Oh mein Gott, ist das schön. Wow. It's good, right? It's nice. Wow. It's so beautiful. Your name? We just found a dog. Come. Yes, come. Es ist so schön nach jetzt einer Woche Guwahati, also auch großer Stadt, in der Natur zu sein und es tut einfach so unglaublich gut. Ich bin so dankbar hier zu sein. Ich merke, dass ich jetzt wirklich anfange, Indien zu genießen und auch zu genießen, dass ich jetzt nach 5 Jahren, wo ich nicht hier war, wo ich das immer als Ziel hatte und immer gesagt habe, wenn mein Business läuft, wenn ich von meiner Entspannungsmusik und den geführten Meditationen leben kann, von dem, was ich wirklich machen will, was ich wirklich in die Welt bringen will, dann komme ich zurück. Und ja, das habe ich geschafft und jetzt bin ich hier. Und das ist, ich kann es noch nicht so ganz realisieren, dass es wirklich so ist, dass dieses 5 Jahre darauf hinarbeiten und wirklich
Puh, was ich in der Zeit alles durchgemacht habe und gelernt habe und erfahren habe und ich weiß nicht was alles, wie oft ich gescheitert bin, wie viele tausendmal. Und jetzt endlich bin ich hier. Und das ist einfach nur, das ist wirklich ein Traum. Ein sehr, sehr, sehr großer Traum von mir ist gerade wahr. Und das genieße ich mit jeder einzelnen Zelle. Und bin auch echt stolz darauf und ja, also ich habe mir echt den Arsch aufgerissen, um mir das zu ermöglichen. Und jetzt realisiere ich das langsam und bin auch echt stolz drauf und merke, wow, ich habe das echt geschafft. Zwei wunderschöne Sachen. Zwar erstens, es ist so schön. Es ist so schön, nach einer Woche Stadt endlich wieder in der Natur zu sein. Und da ist Indien einfach so toll. Und die zweite Sache ist, wir sitzen in einem Boot. Und mir macht es einfach so viel mehr Spaß, mit dieser großen Kamera zu filmen, dass ich darauf jetzt wieder umschwenken werde. Weil bisher hatte ich immer die Action-Cam genommen. Die zwar ganz nette Bilder liefert, aber es ist mehr dann, um das Video zu drehen, mache ich dann das damit, um das anderen zeigen zu können. Und hiermit macht es mir einfach so viel Spaß zu drehen, deswegen werde ich diese Kamera jetzt wieder mehr nehmen. Und wir fahren jetzt irgendwo hin mit dem Boot. Haha, alle Gedanken. Oh Gott. So ein ganz bisschen komisch fühle ich mich schon mit einer 2000 Euro Kamera 30 cm im Wasser lang zu. Aber ich hoffe, dass alles gut geht. What else would I do? Okay. Ich hasse gar nicht weiß. Fishing করব দিয়ে যাই পাঁচ মিনিট সুইমিং করব ছোড় আর আবি ভুল যা হ্যাঁ হ্যাঁ কি এত মান লাগা
jetzt sitzen wir hier gerade am Feuer. Und es ist echt wie 5-Sterne-Luxus für mich, weil wir haben einen eigenen Fahrer den ganzen Tag, also mit Auto gemietet für 2 Tage für vielleicht 50 Euro, der uns jetzt noch Wasser holt, wenn wir sagen, wir hätten gerne noch Wasser. Haben ein Feuer mit Feuerholz bekommen, unser Zelt wurde uns aufgebaut, wir sind geschwommen, wir sind Kanu gefahren und es ist so wunderschön und das halt alles für 50 Euro durch 4, was so krass ist. Und ich kann gar nicht fassen, wie gut es mir gerade hier geht. Es ist einfach so wunderschön. Die Grillen zirpen so laut, wie ich es noch nie gehört habe in meinem Leben. Ich werde auch den Soundrecorder aufstellen. Das ist einfach so schön. Oh. Indien ist einfach so toll. Ich genieße, also gerade komme ich so an und merke die viel Zeit, die ich gearbeitet habe in Deutschland. Also echt Monate durchgepowert, um alles aufzubauen, die Webseite und dergleichen. Und jetzt genieße ich gerade so die Früchte meiner Arbeit. Das ist wunderschön.